jetzt haben wir etwas in der Hinterhand. Und jetzt können wir ganz eventuell die Blockade von Mo lösen. Ich hoffe es zumindest. Weil mir fällt jetzt nichts mehr ein, wo ich noch hingehen könnte. Außer vielleicht auch nochmal Max, wenn er jetzt wieder aus der... sofern aus der Befragung heraus ist. Aber na gut, gucken wir erstmal. Tragödie. Mo, bitte sagen Sie uns, was vor 6 Monaten passiert ist. Was in aller Welt ist in diesem Zirkus passiert? Okay, okay. Du musst nicht so grimmig schauen, wenn du mich fragst. Hey, sieh mal dort, saftige Burger. Lass uns lieber essen. Leider bevorzuge ich Sandwiches mit gegrilltem Huhn. Übrigens, ich habe da so eine Idee, was damals passiert ist. Mo, Sie haben etwas von einem Unfall erwähnt. Das ist nicht zufällig der Grund für den Unfall, oder doch? Leon? Regina hat etwas davon erzählt. Leon hat bei einer Probe einen Fehler gemacht, richtig? Was? Ich habe es Ihnen so oft gepredigt. Ihr sollt keine derart gefährlichen Nummern vorführen. Den Kopf in Leons Maul zu stecken gehörte dazu. Regina hat auch an Leon geglaubt. Sie konnte den Zirkusdirektor überreden. Er konnte ihr einfach nichts abschlagen. Mal aus purer Neugier, wer wurde denn gebissen? Na los, Mo, stellen Sie sich jetzt nicht stumm. Wen hat Leon in den Kopf gebissen? Nun, ich habe versprochen, dass ich nichts verraten würde. Sie haben es versprochen? Er ist auch darin verwickelt. Er ist darin verwickelt, hä? Mo spricht wohl von... Mo, ist das die Person, der Sie versprochen haben, nichts zu verraten? Akro? Es muss Akro gewesen sein, stimmt's? Woher weißt du das? Machen Sie sich darüber keine Gedanken, Mo. Die Umstände jenes Unfalls können dabei helfen, den Mord am Zirkusdirektor aufzuklären. Nein, niemals. Ich muss herausfinden, was mit Russell passiert ist. Sagen Sie mir bitte, was Sie wissen. Tut mir leid, Akro. Blockade gelöst. Wuhu! Und neue Lebensenergie! Wusch, 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 wusch! Na dann. Was ist damals wirklich passiert? Es ist genauso, wie du sagtest. Du weißt, der Unfall. Ist jemand gestorben? Nein, aber wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn er gestorben wäre. Was? Inwiefern wäre das denn besser gewesen? Er lebt noch. Aber als er gebissen wurde, erlitt er einen massiven Hirnschaden. Er wird nie aus dem Koma erwachen. Koma? Jetzt liegt er nur noch in seinem Krankenhausbett. Und zum Meer wird er nie wieder in der Lage sein. Verstehe. In welcher Beziehung steht er zu Akro? Er ist sein Bruder. Hä? Die Person, die gebissen wurde, ist Akros Bruder. Bruder? Sie waren ein Akrobatenteam. Die Brüder Akro und Bat. Oder Bat. Acrobat. Doch, Acro... Okay, eigentlich müsste es dann... Ja, müsste man eure Akro eigentlich Acro aussprechen. Und Bat. Acro und Bat. Okay. Süße Spitznamen fand ich. Wie auch immer. Sie waren ein unglaubliches Team. Auf einen Schlag alles vorbei. Acros Bruder. Jetzt muss ich auch so Englisch sprechen, oh Gott. Wer ist Akros jüngerer Bruder? Ich weiß nicht, ich habe mich die ganze Zeit so daran gewöhnt, ihn Akro auszusprechen. Warum soll ich jetzt Akro zu ihm sagen? Aber Akro und Bat klingt auch scheiße. Ach, egal. Sean Dingling. Aber alle haben ihn Bat genannt. Er verliebte sich in Regina. Der Versuch, sie für sich zu gewinnen, war sein Untergang. Alle scheinen sich in Regina zu verlieben. Vor 6 Monaten, als wir beim Proben waren, sprudelte es plötzlich aus Bat heraus. Lasst mich mit Leon auftreten. Aber warum? Weiß ich nicht. Aber so kam es zu dem Unfall. Ich werde diesen Augenblick niemals vergessen. Es war so seltsam. Leon hatte so einen komischen Ausdruck auf seinem Gesicht.
Er lächelte. Er? Sie meinen Leon? Ja, Leon. Als er zu biss, lächelte er. Ein ganz krankes Grinsen. Nicht möglich. Das ist unmöglich. Ein grinsender Löwe? Ein fliegender Mörder? Warum bekommt immer Mo all diese unglaublichen Vorkommnisse zu sehen? Nick, können Löwen lächeln? Wir haben der Polizei nie davon erzählt. Der Zirkus wäre sonst geschlossen worden. Am nächsten Tag hat der Zirkusdirektor Leon rausgebracht und erschossen. So ist es also gewesen. Tja, ihr wart todernst. Was sollte ich denn tun? Ich muss das euch einfach sagen. Aber die ganze Aufrichtigkeit hat mir Appetit auf einen Burger gemacht. Hier, nimm etwas Pfeffer. Dop, 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 dop. Jetzt legt er wieder los und benimmt sich so verrückt, wie er nun mal ist. Hatschi! Hatschi! Toll, welch ein wunderbares Niesen. Hä, meinen Sie? Auf Pfeffer wird genießt und auf Bananen ausgerutscht. Grundlagen für einen Clown. Kleine, ich weiß, dass du das verstehst. Nick, ich glaube, ich wäre ein guter Clown. Mal abgesehen von Regina habe ich noch niemand niedlich an Niesen gesehen. Hehe, niest Regina auch auf Pfeffer? Ja, das tut sie. Beth hat sie immer mit Pfeffer geärgert. Beth? In meinen Augen sahen die beiden immer so perfekt zusammen aus. Sie sahen perfekt zusammen aus? Beth. Akros Bruder. So, jetzt haben wir hier oben ein neues Profil bekommen. Wahrer Name Sean Dingling. Vor 6 Monaten von Leon in den Kopf gebissen. Noch im Koma. Wahrer Name Ken Dingling. Verletzte seine Beine vor 6 Monaten beim Training. Schwer. Ja, bei Training da eventuell auch nicht so hundertprozentig irgendwie zusammenpasst. Oh, wir könnten Regina vielleicht jetzt nochmal kurz Sean zeigen. Oder Beth. Was hältst du von dieser Person? Tut mir leid. Tut dir leid? Ich habe mein Herz schon einem anderen geschenkt. Darum bin ich nicht an deiner Kontaktbörse interessiert. Hä? Ich wollte doch nur wissen, ob du diese Person kennst. Ja? Ein unglaublich tolles Paar, also. Ah ja. Na gut. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Entwickler nur nicht daran gedacht haben, dass man ihr nochmal das Foto zeigt und deswegen kein extra Dialog dafür eingebaut wurde. So, wir gehen zurück zu Akro. Ah, Herr Wright. Wieder zurück, wie ich sehe. Nun, er sagte, ich komme wieder. Moment, oder war das jemand anderer? Wir sind zurück, weil Akro verheimlicht, warum seine Beine verletzt sind. Er wurde bei einem Unfall vor 6 Monaten verletzt. Eigentlich sollte er wissen, dass wir das wissen. Nun, Sie wollen mir offenbar ein paar Fragen stellen. Immer raus damit. Immer raus damit. Immer raus damit. Immer raus damit, immer raus mit dem Magatama. Dankeschön. Gestehen Sie, da. Über den Rollstuhl. Ich muss fragen, wie Sie verletzt wurden. Tut mir leid. Ich dachte, wir hätten darüber gesprochen. Ein Unfall bei einer Probe. Ein Unfall bei einer Probe? Ja. Unglücklicherweise leben Akrobaten gefährlich. Er lügt. Wenn das der wirkliche Grund wäre, müsste er es nicht verheimlichen. Akro, wollen Sie mir wirklich erzählen, Ihre Verletzung sei bei einer Probe passiert? Ihre Verletzung sei bei einer Probe passiert? Zeige ich mir jetzt einfach mal Leon? War richtig. Leon. Vor 6 Monaten hat der Löwe Sie angegriffen. So wurden Sie verletzt. Ich weiß, ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss nur weitermachen. Sie sagen, dass ich angegriffen wurde. Von einem Löwen? Das sage ich. Oder sagte ich. Nein, sage ich. Tut mir leid, Herr Wright. Aber ich bin Akrobat. Ich bin kein Tierbändiger. Wenn ein Löwe zu mir käme, würde ich weglaufen.
Ich bin mir nicht sicher, ob angegriffen hier das treffende Wort ist. Sie müssen mit dem Löwen gekämpft haben. Sie erzählen wohl gern Witze. Warum sollte ich mit einem Löwen kämpfen wollen? Weil sie keine Wahl hatten. Sie mussten kämpfen, um jemanden zu retten. Und so fügt sich alles zusammen. Bad. Ein Jammer, was vor 6 Monaten mit ihrem Bruder geschah. Sie versuchten ihn zu retten, nicht wahr? Und dabei erlitten sie diese schreckliche Verletzung. Mo. Er muss es ihnen gesagt haben. Ja, wir erfuhren durch Mo von Bat. Aber sie hatte er in Bezug auf den Unfall nicht erwähnt. Ich schätze, er hat sich nur verplappert. So habe ich es herausgefunden. Verplappert? Wie auch immer, sie waren ein unglaubliches Team. Auf einen Schlag alles vorbei. Auf einen Schlag alles vorbei. So hat er sich verplappert. Schließlich wurden sie beide in den gleichen Unfall verwickelt. Wie immer. Ich verstehe. Aber ein Unfall ist ein Unfall. Niemand hatte Schuld. Ich habe Akros psychische Blockade noch immer nicht durchbrochen. Er muss ein sehr tiefliegendes Geheimnis haben. Niemand hatte Schuld. Könnten Sie mir das näher erklären? Akro, ich weiß, dass Sie immer noch etwas vor mir verbergen. Vielleicht weichen Sie mir wegen einer Sache aus, die Ihnen unangenehm ist. Eine Sache, die Ihnen unangenehm ist, wie zum Beispiel der Notiz? Oder auch nicht. Was? Was ist damit, Akro? Sind Sie sich bewusst, wie seltsam Sie manchmal wirken? Sie glauben wohl, Sie wüssten, was passieren wird. Aber Sie irren sich. Wie bitte? Es ist klar, dass Sie noch nicht begriffen haben, was vor sich geht. Das sieht schlecht. Ich kann jetzt unmöglich einen Rückzieher machen. Ich weiß, dass Sie... Vielleicht weichen Sie mir wegen einer Sache aus, die Ihnen unangenehm ist. Eine Sache, die Ihnen unangenehm ist? Scheiße, ich stehe auf dem Schlauch. Regina? Ah, okay. Ja, jetzt musste ich wirklich überlegen. Also, eine Sache, die unangenehm ist. Ja, super. Regina. Sie wirken immer ruhig und gefasst, bis es um sie geht. Dann sagen sie Sachen wie, sie ist grausam. Sehr gut, Herr Anwalt. Ihnen scheint nichts zu entgehen. Wissen Sie, ihr Tiger hat versucht, mich anzugreifen. Regent versuchte, sie anzugreifen? 2 Mal. Er hat es nicht ernst gemeint, da bin ich sicher. Sie glauben doch nicht, dass ich dachte, Regina hätte Leon angespornt, Bat anzugreifen. Leon wurde nie beigebracht, Leute auf Kommando anzugreifen. Regina ist zu so etwas nicht in der Lage. Abgesehen davon hatte Regina keinen Grund, meinem kleinen Bruder weh zu tun. Regina und Bat waren damals sehr gute Freunde. Aber sie hassen Regina trotzdem. Dafür habe ich Beweise. Was? Wovon reden Sie da? Nein, vielleicht habe ich es wieder übertrieben. Aber wenn ich Akro etwas geben kann, wird es vielleicht... Hier ist der Beweis, dass sie Regina nicht ausstehen konnten. Jetzt vielleicht die Notiz, weil er muss die Notiz ihr ja zugeschoben haben. Das... Woher haben Sie das? Regina hängte es an der Pinnwand in der Cafeteria aus. Davor war es in ihrer Tasche. Ich glaube, ich habe es am Morgen entdeckt. Jeden Morgen bringe ich Akro das Frühstück. Sie schrieben dies und steckten es dann in ihre Tasche. Stimmt das? Es stimmt. Sehr gut, Herr Wright. Er schrieb die Notiz. Blockade gelöst. Wieder volle Lebensenergie. Hooray! Na dann erzähl mal. Leon hat meine Beine verletzt. Vor 6 Monaten. Mein jüngerer Bruder Bat machte eine Wette mit Regina. Eine Wette? Eine absurde Wette. Wenn ich meinen Kopf in Leons Mund stecken kann, so wie du, musst du mit mir ins Kino gehen.
Das ist Wahnsinn! Wusste er nicht, wie gefährlich das ist? Wir dachten auch alle, dass es sehr dumm war. Aber zum einen war der Löwe sehr alt und zum anderen kannte er diesen speziellen Trick besonders gut. Unglücklicherweise war Leon zu dieser Zeit nicht bereit oder willens. Und dann passierte der Unfall? Er wollte sie nur ausführen. Ins Kino. Armer Bat. Als Leon zubiss, sprang ich zu ihm. Dann griff Leon mich an und so endete ich im Rollstuhl. Was ist mit Bat? Er liegt noch immer im Koma. Ich habe ihn gestern im Krankenhaus besucht. Ich verstehe. Ich warte darauf, dass er seine Augen wieder öffnet. Und das ist der Grund, warum ich immer wieder hingehe. Bat und Regina, sie waren so gute Freunde. Oh ja, ich möchte, dass Sie sich das hier mal ansehen. Was ist das? Dies ist der Schal, den mein Bruder trug, als Leon ihn angriff. Eklig, er ist voller Blut. Diesen Schal hat Regina am Tag des Unfalls meinem Bruder geschenkt. Als er es tat, schien er zu lächeln. Er? Leon natürlich. Was? Als er im Bats Kopf biss, sah der Ausdruck auf Leons Gesicht aus wie ein Grinsen. Nick! Ich weiß. Mo sagte das Gleiche. Was hat das wohl alles zu bedeuten? Ich nehme diesen Schal an mich, wenn es dich nicht stört. Von Karma? Ich habe bereits alles gehört. Also gib mir den Schal. Aber der Schal ist ein Beweisstück in dem Verfahren. Das habe ich zu entscheiden. Ich denke, wir können nun mit unseren Vorbereitungen beginnen, Akro. Vorbereitung? Ich habe Akro für morgen als Zeugen vor Gericht geladen. Wir reden im Büro der Staatsanwaltschaft weiter, Akro. Akro, ein Zeuge? Komm, Akro, gehen wir ins Büro. Ja, Frau von Karma. Was sollen wir jetzt tun, Nick? Was sollen wir morgen tun? Mach dir keine Sorgen, ich lasse mir was einfallen. Na sieh einer an, du bist voller Zuversicht. Du musst etwas entdeckt haben, das du nutzen kannst. So langsam fügt sich alles zusammen. Fortsetzung folgt. Ja, was könnte der gute Phoenix denn da entdeckt haben? Unter Umständen... Ist es dem einen oder anderen von euch da draußen ja auch so einigermaßen aufgefallen, oder beziehungsweise... ja, ich glaube, den Zusammenhang kann man relativ gut herstellen. Ich will es jetzt aber vielleicht gar nicht so sehr thematisieren. Ich sag mal so, der Schal und Regina und Bats und der Löwe und das kann ja alles irgendwie miteinander irgendwie zu tun haben, gewissermaßen. Aber naja, was da jetzt tatsächlich der genaue Clou hinter der ganzen Sache ist, das muss ich selber erst noch herausfinden, denn ich weiß es offen gesagt nicht mehr, wie der Fall ausgeht. Und ja, ich lasse mich diesbezüglich überraschen. Ihr dürft euch diesbezüglich auch überraschen lassen. Ich habe jetzt ziemlich lange aufgenommen. Hält sich aber noch in Grenzen, anderthalb Stunden. Das ist doch normal bei Phoenix, right? Wenn es irgendwie um Ermittlungsarbeiten geht. So, ja, wie gesagt, beim nächsten Mal geht's dann eben weiter. Wieder mit einer Gerichtsverhandlung. Und dann wird's total ultra krass spannend und so. Und dann gucken wir einfach mal, was dann jetzt unterm Strich bei dem ganzen Fall hier herauskommen wird. Für den Moment soll es aber gewesen sein. Ich war der Herringway. Das war Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All für den Moment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn ich hier ein bisschen mit euch weiterzocke. Ich sag jetzt an der Stelle aber trotzdem erstmal tschüss mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.